Castle kommt und nächste Welt. Aber wir kämpfen schon wieder mal gegen die. Wenn jetzt wenigstens ein anderes Welt kommt, bin ich zufrieden. Ja, ich glaube, das soll sogar die schwierigste sein. Aber ich nehme den einfach mal mit. Dann töten die sich hier beide. Hier in der Mitte, die beiden kann ich sowieso gleich einsammeln. Musste jetzt einfach sein. Nein, dann nehme ich doch wenigstens mit. Sekunden, Alter, da habe ich ja lange gebraucht für. Fahren wir fort mit dem Castle. Und schließen dann wir zwei mit drei Part, glaube ich, ab. Oder nein, eigentlich mit vier, weil wir machen ja noch das Castle. Oh nein, oh nein, oh nein. Erstes Mal Scrolling und zweitens Mal habe ich es nicht geschafft und da war das Feuer. Wie gehe ich das an? Ich nehme erstmal einen Pilz mit, weil ich sowieso drei bekommen habe. Und dann versuche ich es nochmal. Dieses Duck ist aber auf Ease. Vor allem im Scrolling Level. Erkläre ich gleich. Boah. Scrolling Level ist so, dass man nicht mehr zurück kann. Das wird immer weiter nach vorne gefahren, also so eine Art. Und man kann nicht mehr zurück. Man muss in diesem Level mitlaufen. Und man kann nicht mehr zurückgehen. Einfach nur vorwärts. Und wenn man irgendwas verpasst hat, kann man nicht mehr zurück. Ja. Okay, habe ich auch einen ganzen Bildschirm drauf. Ich habe immer noch nicht nein. Boah, wie macht man denn das? Mal jetzt erstmal das Castle. Die Star Coin. Da gehe ich sowieso nur da hoch, das zeige ich euch nicht. Lol. Los ist direkt am Anfang. Ein Rätselschloss. Es gibt drei bis zwei verschiedene Wege und man muss sich einen aussuchen. Und meistens ist es eigentlich der schwierigste. Öfters. Ich schaue mal auf die Musik. Was? Und wenn es fall. Oh doch, da kann man die Star Coin holen. Also ist es richtig, oder? Weil wenn es falsch ist, muss man diese Stelle nochmal machen. Die andere Stelle hier. Und dann dahin. Ja. Oben vielleicht, oben. Aber ich will ja auch nicht dreimal den Weg laufen, wenn ich es vorher zweimal falsch mache. Nein, das ist ein bisschen blöd. Deswegen ist es auch Scrolling. Jetzt ist es richtig. Weiter unten. Star Coin. Was? Die kann ich auch nicht, weil ich klein bin. Moment. Moment. Es geht nicht mehr. No. Genau hier unten sieht es am schwierigsten aus bei den Mist-Piranhas. Hä? Lol. Seht ihr das auch? Mir wird angezeigt, dass ich die erste Star Coin habe. Und das ist die dritte. Hä? Wie habe ich jetzt die erste Star Coin gekriegt? Hä? Ah ja, hier kommt man nicht mehr so schnell durch. Jetzt ist das der Weg. Hä? Ich habe die doch gar nicht gesammelt. Was ist das? Oder habe ich es jetzt wieder vergessen? Ich wollte nämlich gerade vorhin sagen, ich will jetzt wenigstens eines davon. Der zweite Kampf von Roy. Und der ist auf jeden Fall schwieriger als der erste. Das muss man sagen. Denn ist es der? Kamek verspürt erstmal sein Zauber und Mario kommt mit einem Treibsprung an. Was passiert hier? Ja, er ist es. Er geht in eine Röhre rein und kommt dann in irgendeiner wieder raus. Aber es ist immer zufällig. Oh, jetzt kann er mich treffen. Mist. Den werde ich auf jeden Fall benutzen. Aber ich kann auch nicht abhauen. Jetzt habe ich gar keine mehr.
Selbst ein Stück Rindfleisch müsste checken, was mit der ersten Starcoin los ist. Ich habe sie jetzt nicht, weil der eine beim ersten Mal beim Rätsel muss man ein das ist bei dem einen falschen Weg der erste Starcoin. Man könnte, wenn man es schafft, oben lang, aber wenn man einen falschen Weg geht, muss man ja wieder von vorne anfangen. Und so kriegt man halt die Starcoin. Und ich habe sie doch schon geholt. Und jetzt habe ich sie aber halt nicht. Also kämpfen wir nochmal. Na, wo ist die Starcoin halt jetzt gleich noch? Ja, ich habe mich noch gerettet. Komm raus! Mist. Aber einmal getroffen. Dieser Kampf ist auf jeden Fall schwieriger. Das muss man zugeben. Boah. Also, Glück habe ich mich nicht treffen lassen. Komm einfach irgendwo raus. Der kommt eh immer irgendwo da raus, wo ich gerade bin in dieser Nähe. Ich will noch springen. So, hier, man müsste eigentlich nach oben, aber ich gehe in der Mitte lang, weil das der falsche Weg ist. Und die zeigen mir falsch an. Und hier komme ich schon raus bei dieser Starcoin. Der obere Weg wäre richtig, dann würde ich bei der nächsten Passage weitermachen. Letzter Treffer. Zweimal habe ich ihn jetzt schon. Und diesmal ohne die zweite Starcoin. Das ist nicht so gut. Ja, bitte, yes! Den Schlüssel. So, beim nächsten Mal stelle ich das auch wieder besser hin. Gut. Was ist wohl die nächste Welt? Spring doch hinterher, Bowser Junior kannst doch auch. Aber nein, du wartest, bis sie wegfliegen. Er will wohl sich die neuen Level ansehen. Was ist die nächste Welt? Das erste machen wir noch. Und die zweite Starcoin hole ich danach. Deswegen sagen sie auch nicht alle Sternmünzen in der Welt gefunden. Es ist eine Eiswelt. Und bis da hoch kann ich es euch diesmal. Ich kann es euch nicht zeigen, weil erstens seht ihr schon alles. Und da oben. Und hier lassen sie diesmal Iggy, heißt er doch raus. Oder? Wir speichern und es geht los. Mit Wels 3.1. Hat ja noch keinen Namen. Ich mach das da wirklich sauber. Oh, ist es Mario wohl zu kalt? Dann wird die Pinguin vielleicht nicht mehr. Das neue Item. Man kann rutschen. Ah, die Gegner nicht damit. Okay. Man kann auch Eis werfen, wie bei der Eisblume. Wie sie so schon sagen, eine erweiterte Eisblume. Also eine verbesserte Eisblume. So kann man auch die Starcoin holen. Er kann aber nicht zu lange auf solchen Flächen rutschen. Oh, nein, 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 das will ich nicht. Da ist ein Abdruck. Gleich mal gestorben. Tolles Beispiel. Und hier gibt es auch das erste Geisterhaus. In Mario Bros. DS gab es auch das erste Welt 3. Ich habe ja noch nie ein Geisterhaus nicht so krass gesehen. Jetzt komm schon raus. Ihr Pinguine halt euch wirklich schon was Besseres. Ihr seid voll blind, wenn ihr eure Brille nicht auf habt. Wenn Roy auch dann blind wäre, dann wäre er viel einfacher zu besiegen. Weg! Schneller weg! So. Oh, erstmal hier hoch. Ja. Okay, dann machen wir das erst, wenn wir die zweite Socken haben. Da müssen wir ihn einfrieren. Und dann da drauf, aber das Killer können das auch irgendwie so machen. Und dann ist die Fahne. Wir brauchen jetzt aber unbedingt einen Pinguin. Denn jetzt wird's geil.
Jetzt kommt die geilste Stelle. Oh Gott. Wir schlittern hier die ganze Zeit lang. Schaffen wir die 8 Runden müssen. Ja, wir schaffen sie. Und da gehen wir auch rein. Was ist denn da drin? Ich weiß nicht, was mir noch fehlt. Oh, die dritte Starcoin. Oh nein, wie soll man die kriegen? Manche versuchen es mit dem Wandsprung, aber man kann die Pinguine vereisen. Drauf, sie schlucken und dann hat man sie. Kann man auch im Film sehen, aber das kommen wir später zu. Ich weiß, wir uns die Filme angucken, wenn noch über Schienenparts. Yeah. Los. Yeah. Yeah. Ich will jetzt nicht noch sterben. Oh. Pinguin jetzt war verloren, aber wir haben es geschafft. Und unsere Overworld-Gegner, habt ihr sie schon gesehen oder sieht man die noch nicht? Doch, es sind Eisbrüder. Genauso wie Hammerbrüder, Feuerbrüder. Diese fetten da ja auch. Diese Big Brüder oder wie die heißen. Okay. Hier auf dieser Karte sieht man schon Welt 1, Welt 2 und Welt 3. Aber an den Hintergründen kann man schon erahnen, welche Welten es noch gibt. Weil wenn ihr es sehen könnt, nicht so wie ich. Also, ich kann es sehen, du nicht. So, jetzt habe ich auch wieder die zweite und ich habe mich übrigens skillig umgebracht, tut mir leid. Bevor ihr überhaupt in die Röhre rein wollt, habe ich es geschafft. Und beim ersten Treffer war ich auch schon klein. Und jetzt? Du hast einen Stern mit Level 2 gefunden. Speichern. Speichervorgang beendet. Und hier kann man nämlich auch Sterne münzen angucken. Ich habe in Level 1 und Level 2 alle und Level 3. Nein. Habe ich noch nicht. Okay, das ist gut. Man kann ja auch noch. Wartet. Anzahl der Spieler, man kann auch 9 holen. Boah, ich gehe mal da drauf. Gut, das war's erstmal. Und tschüss. Bis zum nächsten Part. Und freut euch auf die Eiswelt.